Okay, das war jetzt nur durch Zufall, dass ich das jetzt hier gezogen habe. Ich hätte mir vielleicht was sein lassen sollen. Na toll, jetzt sind wir in diesem scheiß Gas drin, ne? Ich fällt alles in die Luft. So weiter, so du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, ramme ich dir deine Pfeile in den Arsch. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Nach so langer Zeit? Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Die alle mit ihr Bruder. So, die hätten wir. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Jetzt! Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Sie haben von einem Sonnenberg... Haltet euch irgendwo fest! Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Ja, ihr unterbrecht mich ja die ganze Zeit. Ich höre dieses Geräusch hier, aber nicht gerne. Langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Genau dieses Geräusch. Wir müssen einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Okay. Was jetzt? Wir können alle zusammen hier raus. Was hast du dagegen? Es ist dann drüben festgemacht. Was mache ich hier? Der Käfigboden ist weg!
überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Oh Mist, das ist übel. Beeil mich ja schon. Lara, leg mal dran. Mann, setz mich nicht unter Druck, Mann, sonst könnte ich verrecken. So, seid ihr zufrieden? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich bleib gern hier drin, oder? Ist ja so gemütlich hier. Warm. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Bringt er uns aber. Diese Gruselstimme. Das Ritual aus dem Mikroskop. Was interessiert Matthias so daran? Da sind Leute im Bettkopf eingeschossen. Bewegung! Also das Gas muss ja echt überall sein. Ich sterbe mir bald an Rauchvergiftung. Das wäre ein blöder Tod, weil sie schon so viel überlebt hat. Lara, du überlebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie.
Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist der? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Mach sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal!